Ja, möchtest du wirklich, dass ich die Waren auf die Straße werfen? Ich frage ganz höflich. Torel meinte, ich könnte dich ruhig härter anfassen, wenn es nötig ist. Du kannst selber gehen oder an den Füßen rausgezogen werden. Ich kann es an dir. Vielleicht könnten wir uns das Zimmer teilen. Ich könnte deine Barrechnung begleichen. Sicher nicht. Ich frage ganz höflich. Du versuchst uns rauszuschmeißen. Das ist nicht, da ist nichts Höfliches dran. Torel ist recht sauer. Das wird alles nur noch schlimmer. Ihm 100 KP geben hier, sucht euch eine andere Taverne. Es muss noch eine andere Taverne geben. Kannst du nicht einfach deine Schulden bezahlen? Torel ist recht sauer. Galim blickt dann sich hernab und auf die schmutzigen Betten und die klebrigen Teppiche. Seine Schultern sacken zusammen. Maybe we did lose our heads a little. Tja, vielleicht haben wir etwas unseren Kopf verloren. You serious? You're going to let him kick us out of our own room? Soll das ein Witz sein? Du lässt ihn uns einfach aus unserem eigenen Zimmer schmeißen. Come on, you lot. The crew of the Peregrine sails for brighter shores. Kommt, Leute, die Crew des Wanderfalken steuert freundlichere Gefilde an. Er humpelt schwankend davon. Frieden, aber hier stehen nur zwei Betten. Wie sollen wir da zu dritt drin pennen? Ich weiß nicht, ob er da unbedingt mit mir kuscheln will. Und das hat uns ein bisschen Erfahrung gebracht. Still kicking, eh? Immer noch am Leben, was? Was das sein? Ja, ich habe das Zimmer für dich geräumt. Times like these, I can't afford to keep on anyone who can't pay their tab. The second word got around, I'd have every pauper in the city on my doorstep. Hey, gute Arbeit. In Zeiten wie diesen kann ich es mir nicht leisten, Leute zu beherbergen, die ihre Rechnung nicht bezahlen. Wenn sich das herumsprechen würde, stünde im Handel um den jeder arme Teufel der Stadt auf meiner Schwelle. Wow. Das Zimmer gehört dir, wenn du es möchtest. Und hier ist dein Lohn für sauber erledigte Arbeit. Er legt einen feuchten, ledernen Münzbeutel auf die Theke. Jo. Der bessere Mann. Ich habe mich um Galian gekümmert. Ich sollte zu Torel zurückgehen und ihm Bescheid geben, was passiert ist. Ich habe die Unruhestifter davon überzeugt, zu verschwinden, und der Gastwirt war einverstanden, mich zum Sonderpreis einzuquartieren. Einen Ort zu haben, an dem ich mich ausruhen kann, solange ich in der Stadt bin, dürfte von Vorteil sein. Still kicking, eh? What'll it be? Ja. Fragen wir mal, was kannst du mir vor Mai sagen? Mal fragen wir uns mal von unten nach oben durch. Warum heißt die Taverne Auge des Kraken? It was the glory of my fighting years. The beast pulled nearly 7 full crews into its belly before it was brought down. I was at the helm that day, and for that, my captain gifted me one of the beast's eyes. Was noch? Es war die Krönung meiner Jahre auf See. Das Biest hat beinahe 7 ganze Mannschaften verschlungen, bevor es besiegt wurde. Ich stand an jedem Tag am Steuer, und für meine Verdienste hat mein Captain mir eins der Augen der Bestie geschenkt. Torels Augen funkeln vor Stolz, als er zur Wand rechts neben der Theke zeigt. Ah, das wird wohl das Teil hier sein, hä? My proudest moment and my dearest treasure. I would not part with it for all the world. Mein stolzester Moment und mein teuerster Schatz. Um nichts in der Welt würde ich mich davon trennen. Was kannst du mir über Port Maje sagen? Yes, you haven't exactly seen the prettiest side of the place since you landed, right? It's the only town on the island. If you don't count Sadahusi, little Juana village out west. Schätze, du hast den Ort nicht von seiner besten Seite gesehen, seit du gelandet bist, oder? Es ist die einzige Stadt auf der Insel, wenn du nicht Sadahusi mitzählst. Ein kleines Hornerdorf im Westen. Really is a decent place most days. Good trade and plenty of money rolling in from Claudio's investors. Damn sight quieter than back home. But I don't have to tell you about the Deerwood.
Die meiste Zeit ist es ein anständiger Ort zu leben. Gute Geschäfte und Clarios Investoren bringen eine Menge Geld hier. Verdammt ruhiger als zu Hause, aber dir muss ich ja nichts über den Dürrwald erzählen. Bist du aus dem Dürrwald oder was? Ain't right doing business sober. I could fix that for you. Nüchtern ist kein Zustand, in dem man Geschäfte machen sollte. Ich könnte da Abhilfe schaffen, wenn du möchtest. Ja, fragen wir mal, kennst du jemanden, der ein bisschen Geld verdienen will? Ich brauche jemanden, der im Kampf seinen Mann stehen kann. Auch eine Frau. Kann auch eine Frau sein. Wir kommen immer wieder Leute auf der Suche nach Arbeit vorbei. Mal sehen, wie wir auftreiben können. Ah, hier kann ich Abenteurer anwerben. Meine Gruppe. Hier könnte ich neu trainieren. Könnte Edda zum Beispiel zum Schwertkämpfer machen. Könnte rasten. Diplomatie einschüchtern. Buffen? Blöffen? Oder könnte Zeug zum Saufen oder Essen kaufen. Matrosenbrei. Mitternachtsmet, Ale. Nein. Still kicking, eh? What'll it be? Wir machen am Leben. Was darf's sein? Ich möchte Mitglied für mein Schiff anhören. Not much point without a ship. Come by when you've got work to offer and we'll figure something out. Das hat ohne ein Schiff keinen Sinn. Komm vorbei, wenn du Arbeit anbieten kannst, dann überlegen wir uns etwas. Er lächelt entschuldigt. Ich hätte gerne ein Zimmer. Sure thing. Sicher doch. Okay, 43, das ist schon ein bisschen was, aber rasten wir mal. Oh, das hat sich nicht verändert, außer dass es ein bisschen mehr grafisch hübscher aussieht. I'd be glad to. So. Das heißt, wir können hier raus. Können uns mal Port Maya ein bisschen bei Tag ansehen. Scheint sich aber nicht viel geändert zu haben. Hier oben steht niemand. Ihr seid nur Hafenarbeiter. It's not right. I came here on the first ship. Why does an Islander get paid the same as I? They're bigger than you. And they haul cargo without whining about it. It's not right. Warum bekommt ein Insulaner genauso so viel gezahlt wie ich? Sie sind größer als du und sie schleppen Fracht ohne zu jammern. Das ist nicht richtig. Gucken wir mal auf den Markt noch. Und da sind wir hier eigentlich. Ne, wir haben noch hier das Haus. Henrik sieht nach einem Händler aus. Nach dem einzigen Händler hier am Markt. Bürger und Arbeiter. Oh, es zieht zu wieder oder was? Also Henrik. You find civilization, amigo. But outside these walls, the jungle will eat you alive. Hier bist du im Schutz der Zivilisation, amigo. Aber außerhalb dieser Mauern wird der Dschungel dich verschlingen. That is, unless you prepare yourself, ne? Außer man bereitet sich vor, gell? Zeig mal, was du zu verkaufen hast. Prudent decision. Eine kluge und umsichtige Entscheidung. Ah, der hat Zeugse. Und ja, da sehen wir den Bug. Haben sie das wirklich vom ersten Teil einfach kopiert? Das würde mich leider nicht wundern. Weil das hier ist eigentlich eine Pistole. Hier, Gewandtheit plus 3 sind Zweihänder. Das ist ein Jagdbogen. Ja, Verfassung 1, das ist ein Morgenstern. Entschlossenheit, das ist eine Pike. Mordaxt. Und hier Entschlossenheit, sind Kampfstäbe, ja. Ja. Ansonsten scheint noch alles zu stimmen. Hoffentlich haben sie nicht noch mehr.
Jetzt frage ich mich nur, wie ich Rabatt kriegen kann. Hm? Gut. Das heißt, wir gucken noch in das letzte Haus da hinten. Bevor wir uns dann davon machen. Any of us could be next. Oh? I cannot imagine who might wish to harm you, Mestre. Okay, der Hauptmann. Per Complanka. Don't tell me you're here to complain too. Per Complanka, das ist wahrscheinlich... Hab Gnade mit mir. Jetzt erzähl mir nicht, dass du auch hier bist, um dich zu beschweren. Die Wache bedeckt ihr Gesicht stöhnt mit der Hand. Tiberius, are they recruiting right off the docks? You would think the Juana were storming the Kraken's Eye as we speak. Die Verus heißt ernsthaft. Rekrutieren sie jetzt schon direkt von den Docks weg? Man könnte meinen, die Juana stürmen gerade das Krakenauge. Was geht hier vor sich? One of the Juana women attacked the merchant. He has come out the worst for it. Ein Kampf, Mestre. Eine der Juana-Frauen griff einen Kaufmann an. Er hat dabei den Kürzeren gezogen. Er zeigt mir den Namen zur Tür in der Nähe. Now every nationality in town wets himself in terror of losing his coin to the Amauer. We would bring in the thief, but Clario would not have us march into the village and defend Ikawa. Jetzt lässt sich jeder Nasenaal. Ach, neugierige Person in der Stadt vor Angst davor ein, sein Geld an die Amauer zu verlieren. Wir würden den Dieb hineinbringen, doch Clario würde nicht zulassen, dass wir das Dorf betreten und Ikawa beleidigen. Much longer, and I do not think any of us will have a choice in the matter. Wenn das noch etwas länger geht, denke ich nicht, dass jemand von uns hierbei noch irgendeine Wahl haben wird. If you want the details of it, speak to Rinko himself. He will delight in telling you the tale. Wenn du Einzelheiten wissen willst, dann sprich mit Rinko persönlich. Er wird erfreut sein, dir die Geschichte erzählen zu dürfen. Darum macht eine scharfe, frustrierende Handgeste und wendet sich ab. Sientere, but if you have something to report, you'll have to take it to the commander. I've been asked to keep watch over this house. As if anyone would bother with this Bazzo. Siente, wenn du aber etwas zu sagen hättest, dann müsstest du damit wohl zum Kommandanten gehen. Ich wurde gebeten, dieses Haus zu bewachen. Als wenn sich irgendjemand mit diesem Bazzo anlegen würde. Dann gehe ich mal und frage mal, was hier drin passiert ist. Hallo. Hallo, Tori. Mama brings me stuff from her work sometimes. Real old stuff. Mama bringt mir manchmal Sachen von der Arbeit, sehr alte Sachen. Na, gucken wir erstmal, was wir hier so finden. Kann ich mir eigentlich meine Schiffssachen hier ansehen? Ja, hier. Ah ja, hier könnte ich Wasser hinzufügen. Achso, das ist ein voller Stack. Könnte wohl auch Ale hinzufügen, okay. Ja, normales Wasser. Damit sind sie nicht glücklich. Ja. Packen wir das beides mal da rein. Damit könnte ich die Moral der Schiffsmannschaft wieder etwas anheben. Oder indem ich ihnen etwas Gutes zu trinken gebe. Valianischer Hut, valianische Alltagskleidung. Diese Karte scheint eine Art Bergbaubetrieb zum Reißen. Zahlen im Namenbuch scheinen auf Volumia hin zu verweisen. Ich sehe doch nicht klar, um was genau es geht. Grog.
Of course. Hier scheint jemand nicht gerade was dagegen zu haben, dass wir alles mitnehmen. Wahrscheinlich ist der so. Who's there? Wer ist da? Dein Vater, der Tod. Tori, is that you? Wait, who are you? Tori, bist du es? Warte, wer bist du? Im Bett liegt ein junger Valianer. Oder Valianer. Es ist unübersehbar, dass er anscheinend ziemlich verprügelt wurde. Ein Auge ist fast zugeschwollen und wo seine Haut nicht bandagiert ist, ist sie von blauen Flecken übersät. Er steht und zuckt zusammen, als er sich aufrichtet, um dich mit einem gesunden Auge anzustarren. Ich weiß genau, wie er sich fühlt. Ich habe viele Leute genauso verprügelt. So, die Augen funkeln ihm boshaft im Vergnügen.